Auswärts läuft top bei der Eintracht aus Norderstedt. Die letzten 6 Spiele in der Fremde gingen gewonnen. Zu Hause ganz im Gegenteil konnte ich zuletzt vor allen Niederlagen kommentieren. Die letzten 3 Spiele im Edmund-Planbeck-Stadion endeten ohne Punkte. Das soll sich heute gegen den Tabellenelften der Regionalliga Nord gegen den Lüneburger SK Hansa ändern. Rein ins Spiel, die Eintracht in den roten Trikots von links nach rechts, von Beginn an gewillt, die Statistik zu Hause aufzubessern. Johann von Knebel mit der ersten Chance der Partie, knapp links am Kasten vorbei. Dann gute Viertelstunde durch, die Ecke von Koch und Sanrico Borg aus der zweiten Reihe knallt das Ding volle Kraft an den Pfosten. Ganz, ganz viel Glück für Lüneburg, dass es hier noch 0:0 steht. Von den Gästen kam wenig im ersten Durchgang. Die Norderstedter mussten schon ein bisschen mithelfen, um es spannend zu machen, wie in dieser Situation. Lennart Kästner am Ball vor dem heraneilenden Fabian Istefo klärt diese Situation. Ansonsten wieder Norderstedt per Ecke Borg. Lüneburg zu Brüning und Hamayak Boyacan. Das Ding wird nochmal richtig scharf gemacht vom Lüneburger Correra, der den hier eigentlich klären möchte und beinahe das Eigentor erzielt. Kurz vor der Pause dann nochmal der LSK. Mit dem Distanzschussversuch von Tomek Power. Viel mehr ging nicht, der war gut, aber die zwingenden Chancen klar auf Seiten der Norderstedter. Lüneburg glücklich mit dem Unentschieden zur Pause. Aufgrund der Chancen muss Norderstedt hier führen, tendenziell sogar mit mehr als einem Tor Unterschied. Springen wir rein in den zweiten Durchgang. Der startete genauso wie der erste. Sein Ende nahm Johann von Knebel auf dem Weg zu Ole Springer. Zum Kasten der Lüneburger bringt den hier aus guter Position nicht unter. Aber die rote Offensivmaschinerie läuft weiter voran. Und dann gibt's einen Pfiff und dann gibt's den Elfmeter. Correra gegen Niyako, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Kontakt ist da, Niyako macht viel draus. Ich finde, den muss man nicht unbedingt geben. Wird Rico Borg komplett egal sein. 1:0 für die Eintracht aus Norderstedt. Elfmeter berechtigt hin oder her. Dieses Tor ist hoch verdient. Es ist der erste Regionalliga-Elfer für Rico Borg, für die Eintracht aus Norderstedt. Und der sitzt. Und auch in der Folge der Führung. Norderstedt natürlich überlegen, aber so eine knappe 1:0 Führung steht auf brüchigem Fundament. Konter Lüneburg. 3:2 Situation. Düsel auf die linke Seite. Ball in den Rückraum und dann Mariam Kunze. Das kann man deutlich besser ausspielen, aber es wurde zum Ende nochmal spannend. Nochmal Düsel und dann die Kopfballmöglichkeit für Fabian Istefo, klasse pariert von Lars Huxoll. Gegen Altona hat er schon 0:0 gespielt, jetzt mit dieser Wahnsinnsparade auch. Es wurde hinten raus nochmal eng, aber am Ende gewinnt die Eintracht aus Norderstedt hochverdient mit 1:0. Es ist der 7. Sieg aus insgesamt 9 Spielen zuletzt und auf einmal steht man auf Rang 6 der Regionalliga Nord. Wenn wir da mal einen Vergleich ziehen zur letzten Saison, so viel hatte man nicht mal nach 28 Spieltagen.